So stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht zum ersten Mal in einen Pharmakushandel eingebrochen ist, um zusammen mit einem Komplizen Anabolika zu stehlen. Dieser Komplize könnte sein Mörder sein. In jedem Fall steht eindeutig fest, dass die Polizei nichts mit seinem Tod zu tun hat. Das war Chiara Lohberg für LokalTV. Ich frage mich nur, woher die Uschi von dem Komplizen weiß. Ja, vom Chefredakteur. Der mussten wir einweihen, um ihn zu überzeugen. Hm. Und der hat dann alles ausgeplaudert, als er sie zusammengefaltet hat. Tja, typisch Presse halt. Zumindest ist jetzt der Vorwurf aus der Welt, wir hätten einen wehrlosen Jugendlichen erschossen. Ja, und unsere Suspendierung ist aufgehoben worden, Gott sei Dank. Na, dann ist ja alles wieder gut. Ja, fast. Was ist denn jetzt mit dem hier, mit diesem Ömir? Ach ja. Bei dem waren wir zu Hause. Er ist nicht da gewesen. Ja, wir versuchen später nochmal. Nee. Robert, das erledigen wir höchstpersönlich, oder? Ja. Ja, es sei euch vergönnt, Kollegen. Ja, jetzt dürfen wir auch wieder. Ja, viel Spaß. Bis später. Ja. Ciao. Polizei, was wollen Sie? Es geht um den Einbruch in den Pharmagroßhandel gestern Abend. Was für ein Einbruch denn? Ach ja, Sie sind doch die beiden Bullen, die mein Kumpel Steven einfach umgelegt haben. Ich habe sie heute Morgen im Fernsehen gesehen. Der Bericht war etwas voreilig. Ach, Sie haben also Steven nicht umgeschossen? Nein, haben wir nicht. Aber Sie vielleicht, Herr Ömir. Was? Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden, oder was? Waren Sie bei dem Einbruch dabei? Was Besseres ist Ihnen wohl nicht eingefallen, oder? Ach komm, jetzt hören Sie auf. Sie haben das schon früher zusammen Dinger gedreht. Ja, eben. Aber ich bin auf Bewährung. Ich mach sowas nicht mehr. Da wäre ich mir nicht so sicher. Unsere Kollegen waren heute Mittag schon mal hier. Da waren Sie aber nicht da. Ja, da war ich beim Sport. Hören Sie, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das habe ich auch schon dieser Tussi vom Lokalfernsehen gesagt, die vorhin da war. Chiara Lohberg? Keine Ahnung, kann sein. Wie kamen die auf Sie? Genau das habe ich Sie auch gefragt. Die Zeitungen haben wohl damals über den Einbruch und meinen Prozess berichtet. Jedenfalls habe ich keinen Bock mehr, jetzt Fragen zu beantworten. Ich muss erstmal Stevens Tod verarbeiten. Verstehen Sie doch sicher. Tschüss. Wir können noch auf dem Kommissariat weiterreden, okay? Das verstehen Sie doch sicher. Hm? Schon gut. Dann kommen Sie halt rein. Geht doch. Ach, so verarbeiten Sie also den Tod Ihres Freundes. Ist ja wohl meine Sache, oder? Das ist meine Freundin Maike. Maike, das sind Polizisten. Erkan und ich waren seit gestern Nachmittag die ganze Zeit zusammen. Danach haben wir doch gar nicht gefragt. Ja, aber danach hätten Sie doch gefragt, oder? Gut. Ja? Dann nehme ich mal Ihre Aussagen auf. Ihre Ausweise bitte, beide. Okay, immer langsam. Entspannen Sie sich mal ein bisschen, ja? Nee, ich habe nicht viel Zeit, also Beilung. Sie waren also ab gestern Nachmittag die ganze Zeit mit den Ölmir zusammen, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hast du doch gesagt. Und das würden Sie auch vor Gericht aussagen? Klar, ist doch die Wahrheit. Herr Ölmir, besitzen Sie eine Schusswaffe? Ob ich was besitze? Haben Sie mich nicht verstanden? Ob Sie eine Waffe haben, habe ich gefragt. Ich habe keine Waffe. Gut, danke schön. Das war gerade die KTU. Die haben auf den Patronenhülsen Fingerabdrücke gefunden von einem Fitnessstudio-Besitzer. Björn Knipper heißt er. Und auf den ist auch eine Waffe zugelassen. Guten Tag. Wir suchen Herrn Knipper. Wo ist denn der? Alles klar, danke. Sehr gut. Herr Knipper? Ja, bitte? Wir sind von der Kripo, Rietz-Ritter. Was kann ich für Sie tun? Wir möchten mit Ihnen reden. Alleine. Ja gut, dann gehen wir am besten in mein Büro. Chiara, mach langsam weiter, bin gleich wieder da. Und Einsatz, 15 Wiederholungen und dann langsam steigern, okay? Mhm. Was für ein Zufall, dass Sie hier trainieren. Man muss ja in Form bleiben. Und was machen Sie hier, wenn ich fragen darf? Dürfen Sie nicht. Herr Knipper, auf Sie ist eine Waffe zugelassen? Und ja, ist doch nicht verboten, oder? Das kommt ganz darauf an, was man damit macht. Ich bin Sportschütze. Dann
sind Sie aber ein ziemlich vielseitiger Sportler. Sport ist meine Leidenschaft. Wo ist denn die Waffe? Hier, in der Schublade. Hier in der Schublade. Als Sportschütze müssten Sie ja wohl wissen, dass man Waffen verschließt. Klar, weiß ich auch. Zu Hause habe ich einen speziellen Waffenschrank dafür. Und hier fürs Büro hatte ich einen bestellt, aber momentan haben die, glaube ich, Lieferschwierigkeiten. Ist klar. Ja, zeigen Sie mal los. Ach, du Scheiße. Die Waffe ist nicht da. Ja, was denn? Ich verstehe das nicht. Ich aber. Wenn Sie Steven Paschke mit der Waffe erschossen haben, dann werden Sie die ja wohl kaum hier aufbewahren, oder? Was soll ich gemacht haben? Ich erkläre es Ihnen mal. An den Patronenhülsen waren Ihre Fingerabdrücke, okay? Ja, klar. Ich habe die Waffe auch geladen. Aber ermordet habe ich doch keinen damit. Mhm. Wo waren Sie denn gestern Abend, so um 7:15? Zu Hause. Hab Fernsehen geguckt. Alleine? Alleine. Ziemlich schlechtes Alibi. Hören Sie, ich hab echt keinen Schimmer, wie die Waffe weggekommen ist, okay? Die muss einer geklaut haben. Das Büro ist nicht immer verschlossen. Und ab und an verkehren hier schon ein paar schwere Jungs. Zum Beispiel Erkan Ölmir? Ja, der ist Mitglied seit Jahren und trainiert fast täglich hier. Und Steven Paschke? Der auch. Und die hatten ja auch alle Zugang zum Büro. Sie haben ja gesagt, das war nicht immer verschlossen. Ja, theoretisch könnte hier jeder rein. Super. Und wer weiß hier alles von der Waffe? Ja gut, okay, kann sein, dass ich ab und an da mal ein bisschen angegeben habe mit. Also er kann Ölmir hätte die Waffe schon genommen haben können. Ja, also das Alibi, das seine Freundin ihm gegeben hat, ist mehr als dürftig. Aber warum sollte der seinen Kumpel erschießen? Also wenn Sie mich fragen, ja, die beiden hatten in letzter Zeit ziemlich Zoff. Ich glaube, es ging um eine Frau. Ja, das war auf unserem letzten Sommerfest. Und die hier? Trainiert die auch hier? Maike, sicher. Die Freundin von Steven. Echt, Leute, ich weiß gar nicht, was sich hier sucht. Ich hab Steven nicht umgelegt. Wieso sollte ich auch? Vielleicht, weil sie scharf auf seine Freundin waren? Das ist so ein Scheiß, was hier gerade erzählt wird. Die Maike ist von selbst zu mir gekommen. Da muss ich doch keinen umlegen. Herr Ölmir, Sie wussten auch ganz bestimmt, dass der Betreiber Ihres Fitnessstudios eine Waffe in seinem Büro hat, oder? Ja und? Die ist verschwunden. Ach, und jetzt denken Sie, ich hab die Waffe geklaut und meinen Kumpel erschossen, ja? Ja, das glauben wir. Herr Ölmir, Sie sind vorläufig festgenommen. Leute, ich weiß gar nicht, wie das Ding in meine Sporttasche gekommen ist. Wie oft soll ich das noch sagen? Vielleicht zu lange, bis wir es glauben. Aber ich hab doch ein Alibi. Ja, von deiner Kleinen. Der Freundin deines toten Freundes. Junge, gib doch endlich zu. Du hast ihn umgelegt, weil du scharf auf seine Freundin warst. Ja, das mit Maike stimmt vielleicht. Aber ich hab Steven nicht umgelegt. Wer war's denn dann? Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber... Aber was? Ja, denn raus mit der Sprache. Steven und ich, wir sind zusammen in so Pharma-Großhandelhallen eingestiegen. Es ging um dieses Zeug, aus dem man Anabolika mixt. Ja, das wissen wir schon. Ja, und die Aufträge kamen immer von Björn. Von dem Fitnessstudio-Betreiber? Ja, schnell verdientes Geld eben. Und es hat ja auch keinen Weh getan oder so. Naja, sowas nennt man Einbruchdiebstahl. Ja, ich meine, diese Pharma-Typen haben doch genug Geld. Und versichert sind die doch auch. Das heißt also, du und Paschke wart doch bei dem Einbruch? Nein, echt nicht. Ich war wirklich mit Maike. Junge, mach's uns doch nicht so schwer. Leg doch einfach ein Geständnis ab. Aber das stimmt. Ich hab Björn schon vor Wochen gesagt, ich mach da nicht mehr mit wegen meiner Bewährung und so. Ja, sicher, klar. Die Waffe muss Björn mir in die Sporttasche gesteckt haben. Heute Morgen bei meinem ersten Training. Er will mir die ganze Scheiße nur anhängen. Warum sollte er denn deinen Kumpel umgebracht haben? Steven wollte allein weitermachen. Aber dafür hat er mehr Kohle verlangt. Die beiden haben sich vorgestern im Studio ziemlich heftig gefetzt, von wegen, ich mach dich kalt und so.
Das nehmen Sie doch wohl nicht ernst, was der Erkan erzählt. Der will doch nur seinen Arsch retten. Im Moment geht es aber um Ihren. Ich habe keine Einbrüche in Auftrag gegeben. Das müssen wir erst mal nachweisen. Das werden wir schon. Genauso wie den Mord an Steven Paschke. Sie sollen einen ziemlich heftigen Streit mit ihm gehabt haben. Ja und? Wir hatten Streit. Kommt doch in den besten Familien mal vor. Aber ausgerechnet am Tatabend waren Sie angeblich alleine zu Hause. Mann, da waren doch sicherlich viele allein zu Hause. Das ist ein bisschen dürftig, was Sie uns erzählen, meinen Sie nicht? Jetzt mal raus mit der Sprache. Ja, okay. Ich geb's zu. Ich war Sonntagabend nicht allein zu Hause. Ach nein. Nein. Ich habe mich mit einer Kundin getroffen hier aus dem Studio. Zufällig, um ihr gestohlenes Anabolika zu verkaufen? Das habe ich nicht gesagt. Worum ging's denn dann? Sex? Auf diese Frage muss ich wohl nicht antworten, oder? Ich habe Steven jedenfalls nicht umgebracht. Zur Tatzeit war ich mit Gabi zusammen. Gabi? Gabi Volleck. Ist die Frau zufälligerweise jetzt hier? Die hätten in der Damenumkleide. Dann rede ich mal mit der. Also Björn war bis 8 bei mir. Was war der Grund für ihr Treffen? Ja, der hat mir ein paar Präparate verkauft. Zum Muskelaufbau. Ist legal. Na, kommt drauf an. Sie können auch ein paar mehr Muskeln brauchen. Sagen Sie, haben Sie eine Vermutung, wer Steven Paschke erschossen haben könnte? Nee. Aber mit dem Schwein habe ich kein Mitleid, sorry. Warum sagen Sie sowas? Ja, ich habe das Mädchen hier gefunden, nachdem Steven sie vergewaltigt hat. Und Sie haben ihn laufen lassen. Na, wie geht's denn beiden? Geht schon wieder. Hm. Was habt ihr über die Vergewaltigung rausgefunden? Ja, also der Vorwurf der Vergewaltigung ist fallen gelassen worden, nachdem Ömer ausgesagt hatte. Ja, das wissen wir ja schon. Ja, das weißt du. Aber du weißt noch nicht, dass das Opfer nach einem halben Jahr Selbstmord begangen hat. Ramona Kampenmann. Die war erst 17. Und niemand hat dem Mädchen geglaubt. Schlimme Sache. Aber was hat denn das mit unserem Fall zu tun? Chiara Lohberg. Diese komische Reporterin da. Heißt mit Mädchennamen Kampmann. Das heißt, Ramona Kampmann war ihre Schwester. So sieht's aus. Cool. Ich bin drin. Komm her. Hier, Mitgliederdatei des Fitnessstudios. Hier haben wir sie. Chiara Lohberg. Seit einem halben Jahr dort. Ach, krass. Unmittelbar nach dem Selbstmord ihrer Schwester. Dann hat sie sich da angemeldet, um ihre Schwester zu rächen. Ganz genau. Und um Paschke und Ölmeer auszukundschaften. Ja, und wo die Waffe ist, weiß sie bestimmt auch. So dicke, wie die mit dem Betreiber ist. Ja, wahrscheinlich hat sie den Streit zwischen den beiden mitbekommen und wusste von dem nächsten Auftrag. Hm, dann konnte sie ihn prima abpassen. Von wegen Polizeifunk abgehört. Die wollte gerade abhauen, als wir die entdeckt haben. Ja. Und dann hat sie sich einfach als interessierte Reporterin ausgegeben. Und danach hat sie Ölmeer in dessen Wohnung abgepasst, mit dem Vorwand der Recherche. Sie steckt die Tatwaffe in seine Sporttasche. Ja, so muss es gewesen sein. Ja. Sie wollte ihm den Mord in die Schuhe schieben. Ja, weil er damals der Paschke ausgesagt hat. Ich fahre mit Alex in die Redaktion, ja? Ja. Selbstverständlich verstehe ich die Zusammenhänge. Ich werde Frau Lohberg sofort hierher bestellen. So eine Geschichte. Das ist ja unglaublich. Aber Herr Schlickmann, seien Sie wie immer. Nicht, dass Sie noch Verdacht schöpft. Frau Rietz, ich bin Profi. Das klappt wie im Schnürchen. Ja, machen Sie auf laut. Lohberg? Schlickmann, wo treiben Sie sich jetzt herum? Ich brauche Sie hier, sofort, in der Redaktion. Ich bin gerade auf Außendreh. Ja, wo? Na, bei diesen Komplizen. Sie wissen doch, dieser Einbruch, die Schießerei mit dem jungen Mann von der Lagerhalle. Was? Ticken Sie nicht ganz richtig? Ich hab Sie doch von dieser Story abgezogen. Sie war sowieso von Ihnen erstunken, Herr Nalogen. Die richtige Geschichte, das wäre es gewesen, die tragische Vergewaltigung Ihrer kleinen Schwester. Sagen Sie mal, spinnen Sie! Wieso? Sie haben doch gesagt, dass Sie mir noch mal weiß, was wir von der Geschichte mit Ihrer kleinen Schwester wissen. Die hat so viel können irgendwie abgesehen. Komm schnell. Thank you.
viel zu spät. Hilfe, die will uns erschießen, diesen Mann! Gehen Sie zum Auto, die Kollegen kommen gleich! Komm raus, du Schwein! Ich krieg dich sowieso, du feiges Arschloch! Auf den Boden damit! Waffe runter, hab ich gesagt! Ganz ruhig, ja? Hände auf den Rücken los. Alles gut. Du Schwein! Ey! Sie hier, okay? Sie können froh sein, dass Sie ihn nicht getroffen haben. Es reicht schon, dass Sie Steven Paschke erschossen haben. Er hat das nicht anders verdient! Frau Lubex, Sie sind festgenommen wegen Mordes und versuchten Mordes. Kommen Sie mit los. Sie können rauskommen. Oh.